Du machst es dir sehr einfach, Christian Martin Schön. Du machst es dir sehr einfach. Ja, ich habe gelitten, aber da kann ich mich überwiegend bei mir selbst bedanken für meine seinerzeit bestehende, ja, man kann das ruhig so sagen, Dummheit, Unreife, mein Unbeherrschtsein, mein cholerisches Wesen, was ich an den Tag legte, was eigentlich auch nicht so sehr meiner Natur entspricht. Und meinem immer wieder Reden und Friedensangebote und den Wink mit dem Zaunpfahl seitens der NWO nicht ernst nehmen und so weiter. Ja, mehr als einmal hat die NWO versucht, mir eine Tür zu öffnen, durch die ich hindurchgehen sollte. Und nun endlich zum Glück hat es geklappt und ich bin durchgegangen und ich fühle mich gut dabei. Ja, ich weiß, dass ich es hier mit authentischen Vertretern in unserer Gesellschaft in Sachen NWO zu tun habe, die genau den Finger in die Wunde stecken, wo er hingehört. Nämlich solche Auswüchse und Personen, wie du, Christian Martin Schön, aus YouTube und anderen Plattformen zu entfernen. Du sagst, du hast nur mit den jungen Frauen geschrieben oder besser gesagt kommuniziert. Das war Sextalk, das war Porno. Ja, du hast diese jungen Frauen angemacht und verführt. Ja, und manipuliert als erwachsener Mann. Ja, nein, das ist unentschuldbar, was du dir da geleistet hast. Ja, und wenn sich dann Bündnisse wie die NWO und auch Anonymous auf dich einschießen, tun sie das zu Recht. Ich hoffe, dass die Justiz in deinem Fall auch bald aufmerksam wird auf dich, denn das ist strafrechtlich relevant. Und du, mein Lieber, im Gegensatz zu mir, bist eher ein Kandidat für die Forensik, auch schon wegen deiner bestehenden Crystal Meth Sucht. Ja, Stichwort Beschaffungskriminalität und so weiter. Nee, lern du dich erstmal selbst wertschätzen und lieben. Ja, und obtruiere nicht jungen Menschen mit kaum erblühter Sexualität deine perverse, pervertierte Form von Sexualität auf. Du hast wohl keinen Schlag bei erwachsenen, reifen Frauen, ja, die in deinem Alter sind oder älter. Ja, du kannst wohl mit selbstbewussten, starken deutschen oder ausländischen Frauen nicht umgehen. Ja, und meinst, du musst dich dann auf die noch formbaren, manipulierbaren jungen Menschen stürzen? Ja? Schändlicher geht's nicht, schändlicher geht's nicht, was du dir da geleistet hast, Christian Martin Schön. Für mich ist mein Fall im Wesentlichen, denke ich mal, ausgestanden. Die NWO hat mitbekommen, dass ich Potenzial habe, dass man mit mir was anfangen kann, dass man mit mir auch normal kann. Ja, und dass es keine Feindschaft zwischen uns geben muss. Ja, über dieses Leben hinaus nicht. Ja, und die NWO ist ein geduldiger Partner. Ja, wenn man es zulässt. Aber auch irgendwann mal reicht es auch denen, der NWO und anderen gleichermaßen, wenn sie merken, es bringt nichts bei dem oder derjenigen. Und bei dir scheint es ja nichts zu bringen. Du wirst ja nicht klug. Ja, aus deinen Missetaten und aus deinem Fehlverhalten. Mann, 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 wie kann man mit 14- bis 17-jährigen jungen Dingern da rumschägern und noch Schlimmeres, ja, und ich hab's ja mitgekriegt. Ich habe ja die ganze Audioaufzeichnung gesehen über 27 Minuten. So sehr konnte ich gar nicht kotzen, ja, was du da vom Stapel gelassen hast und was du den jungen Dingern alles versprochen hast, wenn sie bei dir auftauchen. Nee, 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 nee. Du bist wirklich ein Fall für die Klapse, ja, oder für den Justizvollzug. Ja, dich darf man nicht weiter frei rumlaufen lassen. Ja, in Bezug auf junge Menschen. Ohne Worte. Aber damit ist das jetzt auch von meiner Seite aus ad acta gelegt. Die NWO und Anonymous haben alles richtig gemacht. Ich beglückwünsche euch nochmal. Und ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Herr Christian Martin Schön mit der harten Realität in seinem Leben konfrontiert wird. Und genauso wie ich seinerzeit gezwungen war, mit mir ins Gericht zu gehen und was ich auch erfolgreich getan habe und mich jetzt wirklich grundlegend geändert habe, meine Haltung gegenüber allem und hier nicht mehr poltere und drohe und irgendwelchen Mist erzähle. Aber ich denke, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, Christian Martin Schön. Und weißt du, woran das liegt? An den Drogen, an dem Crystal Meth und anderen Sachen, die du konsumierst. Ja, du bist nicht mehr bei Verstand. Und wenn du mich fragst, gehörst du in dauerhaft psychiatrische Behandlung und auch weggesperrt. Ja, weggesperrt. Ja, denn
Das steckt in dir drin, die Pädophilie und die Neigung zu jungen Menschen. Das hast du ja auch selbst gesagt in der Audiodatei, die zu hören war. Du stehst nun mal verdammt nochmal auf junge Menschen, auf junge Dinger. Nee, das erlaubt dir die Gesellschaft, das erlauben wir dir aber nicht. Euch allen nicht, die so unterwegs sind. Ihr habt schön die Finger zu lassen mit eurer perversen, pervertierten Art von Sexualität, die ihr jungen Menschen aufoktroyiert. Gut, ihr wisst, ihr habt mitbekommen, ich habe grünes Licht von der NWO und auch anderen, was denke ich mal, das hier wird ein Vorleserkanal. Ich würde sagen, zwischen dem 1. und 5. Februar werde ich das erste Buch ein bisschen vorstellen. Ich habe es schon seinerzeit im Discord erwähnt, es ist bekannt und wird als gut befunden. Es ist ein schönes Buch, ja, und auch ein wichtiges. Ja, gut.